So, Prinz gegen Prinzessin. Zebra kommentiert hier, Little Teil der Loyale. Ich muss dazu allerdings sagen, dass jede Person in diesen Räumlichkeiten in höchstem Maße loyal ist. Weil Zebra nicht da ist. Direkt beide sehr, sehr aggressiv. Ja, also widmen wir uns jetzt den wichtigen Sachen. Und zwar nicht Zebra, sondern dem Spielverlauf. Brexit gleich in der Offensive. Lässt nicht locker. Little Teil mit dem Befreiungsschlag. Man muss sozusagen, beide gehen aufs Ganze. Beide aggressive Spieler. Sie leben von den Kombos. Sie leben von dem Offensiven. Das ist ein wahrer Schlagabtausch. Das sind Spieler, die spielen für das Publikum. Für die Ehre, für den Ruhm. Manche Leute spielen auf Sieg. Das ist diesen Leuten scheißegal. Unterliegt keinem Irrtum. Hier geht es nur um eins. Absolute Vernichtung. Und auf die eine oder andere Art wird sie stattfinden. Aber egal wer siegt, eins ist sicher, es wird unterhaltsam. Das definitiv. Es wird und es unterhaltsam. Sieht auch so aus, als oh. Und der Gimp und mit. Da hat jemand was gegen Gemüse. Ganz eindeutig. Und Brexit lässt nicht locker, muss man dazu sagen. Ne? Der riecht Blut. Und das ist wie mit einem Hai im Wasser. Der sieht Blut und er hört nicht auf, bis das Opfer eliminiert ist. Das Opfer wehrt sich aber, muss man dazu sagen. Ne? Das ist nicht Hai gegen Fisch. Das ist Hai gegen Hai. Kommt jetzt ein neuer Stock? Und da kommt der Offstage Edgeguard. Wunderschön anzusehen. Er geht hier raus und er denkt sich, ich brauche keinen Mund unter den Füßen. Ich mach dich kalt, so oder so. Der kleine Hai auf jeden Fall gerade immer noch dabei. Also wer hier der kleine Hai ist, das möchte ich nicht beurteilen. Muss ich dazu sagen, ne? Also im Endeffekt ist in diesem Gewässer aber nur Platz für einen großen Hai. Und der Hai ist jetzt entweder Detail oder Brexit. England gegen Thailand. Oder Deutschland gegen Deutschland, je nachdem, wie man sehen möchte. Wir sind ja alle für Integration. Außer mir. Nein, Spaß. So. Jedenfalls, er geht für den Edgeguard. Er traut sich auch eine ganze Menge. Ja, man muss dafür sagen, dass Royce Recovery doch ziemlich zu wünschen übrig lässt, traut er sich eine ganze Menge. Der springt raus, der geht für den Kill. Der macht auch keine Geißeln hier. Ne? Der geht raus und sagt, ey, wenn ich dich kriege, dann genau das. Dann genau das. Auch wieder schöner Kill. Das meine ich. Ja. Und das lebt hier definitiv vom Movement, vom Spacing. Nicht unbedingt, sondern eher davon, wer den Fehler des anderen findet. Zwei Spieler mit doch relativ ähnlicher Spielweise, obwohl es doch vergleichsweise auf den ersten Blick erstmal sehr verschiedene Charaktere sind. Brexit lässt sich auch gar nicht unterkriegen. Und nein, überhaupt nicht. Das ist ein Schlagabtausch. Das ist beides auf vollkommen ausgeglichenem Niveau. Das ist sowas wie Nike gegen Adidas. Ferrari gegen Lambo. Oder Cola gegen Pepsi. Cola gegen Pepsi. Nenn es, wie du möchtest. Das ist Durex. Es ist ein bisschen wie Durex gegen Billy Boy. Es ist alles, weißt du, zwei Legenden prallen aufeinander. Jeder weiß, was Sache ist. Hier fließt Blut. Nicht mehr sieht auf jeden Fall so aus, und nicht weniger. Würde Little Ty alles geben, um den Sieg jetzt erstmal zu holen? Genau, aber also es ist komplett even vom Spielverlauf, von den Prozenten. Das ist, die schenken sich nichts. Die schenken sich nichts. Ja. So. Ich würde ja auch gerne sagen, dass der eine Spieler von beiden vielleicht Konter. Ja, definitiv. Keiner hat die Oberhand und keiner hat auch lange die Stage Control. Beide gehen für die Gims, beide gehen für die offensiven Kills, für die Reads und da ist er. Und schön gecatcht hier Spiel mit der Back Air. Schön das Movement vorhergesehen. 1-0 für Brexit. Natürlich. Sorry. Alles gut, mein Fehler. So, wir sind hier. 1-0, Brexit geht in Führung. Nach einem doch äußerst spannenden Spiel. Ich möchte hier keine Vorhersage treffen, wer gewinnt. Ehrlich gesagt. Was denkst du? Hast du irgendeine Idee, wie das Set weiterlaufen könnte? Ich habe absolut keine Ahnung, weil beide geben sich halt einfach gar nichts. Definitiv. Es ist einfach spannend von Kopf bis Fuß und so, man kann einfach nichts sagen. Definitiv. Wir haben jemanden namens Tunatex. Shoutout an Tunatex. Du hast dir einen sehr schönen Namen ausgesucht, muss ich dazu sagen. Ich feiere das hart. Können wir in diesem Raum ein bisschen leiser sein? Ab jetzt Tunatex, mein neuer Bruder. Oder Schwester. Egal. Oder Transgender, ist mir egal. Wir lieben alle Menschen. Außer Zebra. Jetzt
Zweites Match startet. So, das jetzt. Zweite Game des Matches. Nachdem hier Brexit in einem knappen Duell 1-0 gegangen ist. Spiel Nummer 2. Wird Little Ty zurückschlagen, holt sich Brexit. Game Nummer 2. Bleibt dran, es wird spannend. Da kommen die Kombos fast auch schon raus, muss man dazu sagen. Beide hier auch mit Spacing auf sehr engem Raum, muss man dazu sagen. Ne? Beide lassen sich nicht viel Distanz, wenn man ehrlich ist. Ne? Also keiner versucht, Nietzsche zu resetten. Vor allem, was ich so interessant finde, beide haben auch so einen sehr, sehr aggressiven Playstyle. Definitiv, definitiv. Definitiv. Beide kombolastisch, ne? Einer safe spielen, um wirklich das Ruder zu reißen. Ja, aber selbst das ist schwer. Genau. Man muss dazu auch sagen hier, wenn man genau darauf achtet, keiner versucht von beiden Spielern das Neutral zu resetten. Beide gehen full auf Angriff. Sehr, sehr schöner Smash. Genau das war's. Das sind die Reads. Es sind die aggressiven Momente, die dieses Matchup ausmachen. Und dieses Set ausmachen. So. Und man könnte natürlich jetzt darüber, wie soll ich sagen, ein bisschen das ganz Theoretische angehen und sagen, gut, vielleicht muss Peach ein bisschen aufpassen wegen der, wie soll ich sagen, wegen des Disjoints von Roy, ne? Der einfach am Schwert ist. Und vielleicht müsste Roy ein bisschen mehr aufpassen, nicht in Disadvantage zu geraten, weil Peach dann beim Gimpen und beim Edge Garden doch deutlich besser ist als Roy. Vor allem, weil die Recovery von Roy ein bisschen schlechter ist oder deutlich schlechter ist als die von Peach. Aber das interessiert beide schlichtweg nicht. Sie gehen 120% rauf. Keine Gnade. Keine Gnade. Sieht auch so aus, als würde Brexit jetzt den nächsten Stock nehmen. Ja, es könnte bald passieren, aber man weiß es nicht. Little Ty hier dabei. Genau, hockt auf seinen 180% inzwischen fast. Und da Gemüse, schon wieder. Also, entweder ist Brexit Ernährungsberater oder Ty mag kein Gemüse. Aber ich will mich nicht festlegen, ehrlich gesagt. Wir können ja beide später interviewen. Vielleicht finden wir die Wahrheit dann heraus. Definitiv. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin auch nicht sicher. Sind das Rüben? Sind das Kohlrabi? Es sieht schon aus eher wie eine Rübe. Wie eine Rübe, sagst du? Ja. Ich glaube, es ist auch das Motto von Brexit. Er sagt, jetzt gibt's was auf die. Aber da gibt's was auf die Rübe, siehst du. Oh, was für ein schlechter Wortwitz. Ich sollte mich schämen eigentlich. Es tut mir leid, ja. Im Namen von allen. Es tut mir wirklich. Vielleicht ist es rettig, ja, tatsächlich. Ja, aber die sehen beide gleich aus, ehrlich gesagt. Und jedenfalls hier jetzt doch tatsächlich Little Ty mit der momentan doch sehr deutlichen Führung. Das heißt, dieses Game nach dem ersten Win für Brexit sieht aus, als würde es in die Hände von Little Ty fallen. Auch wenn ich jetzt noch keinen Sieger ausmachen möchte, es sieht doch ziemlich danach aus, als ob wir gleich in ein 1-1 gehen. Feuriger Typ mit einem feurigen Place. Oh ja. Und da war wieder das Gemüse. Oh mein Gott. Und gerade wenn man Brexit abschreibt. Aber da war's. Naja, gut. Ich revidiere es. Tar hier mit dem JV2. Gleicht aus zum 1-1. Das zweite Spiel, nachdem es an Brexit ging, das erste, ging da jetzt doch ein bisschen deutlicher als das erste an Little Ty. Die Frage ist, bleibt es dabei? Es ist wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich ein Hin und Her werden. Es scheint, als wäre Brexit ein bisschen abgelenkt, aber wir werden sehen, wie das dritte Match gleich aussieht. Wir werden sehen. Oh, wechselt? Nee. Doch nee. Da war der kurze Scherz. Scherz. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das war psychische Kriegsführung. Das ist psychologische Kriegsführung. Nachdem sich jetzt Brexit eine Millisekunde lang auf Pokémon-Trainer eingestellt hat, kommt jetzt doch wieder der Roy raus. Es ist wahrscheinlich gegen die Regeln, aber genau so was möchte ich sehen. Sieg mit allen Mitteln. Und hier gleich mit der String kommt er raus, ja. Und da fliegen die Vers und Mers, was das Zeug hält, ja. Und die String. Gar keine Gnade. Also das Movement von Little Ty ist auf jeden Fall on point. Mhm. Fragt sich nur, ob Brexit da wieder aufholt, aber es sieht ganz danach aus. Und er hat schon aufgeholt. Das Gemüse. Das war es auch fast schon wieder gewesen, aber vielleicht hat Little Ty jetzt seine Rüben-Aversion besiegt. Aber da kommt besiegt. Die Side Wheel. Ja, da hat er ihn, der erste Kill. Wird Brexit, aber so wie ich es einschätze, nicht lange auf sich sitzen lassen, siehst du. Das ist es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Tikao sagt, dass Fraser uns gerade wahrscheinlich hasst, aber er ist zu höflich. Wahrscheinlich hast du vollkommen recht. Aber das muss dann in Kauf nehmen. Was soll ich sagen? Das gehört zum Geschäft. Man kann sich immer Freunde machen in dieser harten Welt. Es sieht doch ganz danach aus, als würde Brexit wieder das Ruder an sich reißen. Ja, Brexit schlägt hier zurück nach dem Lose
im Game 2. Brexit strikes back. Und man sieht hier auch schon, dass Thais Spielstil definitiv davon lebt, die Hardreads zu holen. Ne? Und zu sehen, okay, er rollt jetzt rein. Er rennt jetzt rein. Und dann charge er den Smash. Klappt manchmal, wenn es klappt, sehr gut. Wenn es nicht klappt, kann halt auch schon mal schief gehen. Ne? Definitiv sehr risky. Aber Space Digger hat ziemlich gut Brexit aus. Ja. Ich muss sagen, also Thai behält gerade auch sehr gut die Stage Control. Ich glaube, das ist das längste Mal, dass jemand Stage-Control behalten hat. Aber es lohnt sich nicht direkt. Brexit direkt mit dem Rückschlag, ja. Direkt mit dem Rückschlag. Man kann absolut nicht sagen, oh, schöner Kill auf jeden Fall. So, es ist einfach so even, man kann nicht sagen, wer jetzt wirklich nun deutlich in der Führung liegt also oder nicht. Das kann nicht mal ich vorhersagen. Ja, und ich bilde mich schon ziemlich auf meine Meinung ein, aber hier möchte ich keine Vorhersage abgeben. Das ist ungewisser als das Wetter, wer hier gewinnt, ja. Und da kommt die String, da kommt die Combo. Oh, nice Follow-ups. Sehr, sehr schöne Combo. Vertikal einmal, horizontal einmal durch die ganze Stage. Und Brexit bleibt dran. Der hat Blut gerochen, der hat Blut geleckt. Er lässt nicht los, weißt du, der verfolgt sein Opfer so lange, bis es tot ist. Und selbst danach verfolgt er es weiter. Das könnt ihr mir glauben. Da ist der Kill. Das war ein Stock. Das war ein Stock. Der hat nicht losgelassen. Brutal. Für mich ist jetzt die Spannung. Ich muss jetzt gucken, wer. Total ziemlich hart am Nachdenken gerade. Ja. Ich muss auch sagen, hier kurz weg vom Screen mit dem strategischen Ansatz. Like hinter dem Stream-Setup, versucht zu gucken, wer wird sein nächster Gegner, worauf kann er sich einstellen. Das geht über Smash hinaus. Das sage ich euch jetzt schon. Das geht über Smash hinaus. Die Einstellung eines Raubtiers. So. Wir stehen jetzt auf 2-1 für Brexit. Das potenziell letzte Game dieses Sets. Kommt Little Thai zurück. Holt sich Brexit das. Wir finden es gleich raus. Wir werden es herausfinden. Wir finden es gleich raus. Match Nummer 4. Match Nummer 4. So. Und es fängt an wie davor auch. Beide gehen gleich aufeinander los. Keine Zeit für Pause, keine Geduld. Die Rübe. Es ist. Also. Es fliegen gerade so viele Fairs und Up-Airs und Back-Airs von Little Thai. Es ist fast unmöglich zu sagen, was wann passiert. Das ist. So, als würde er gerade irgendein Jutsu einsetzen und er einfach überall. Mehr Fairs als bei Sheik gefühlt. So. Aber Brexit lässt zeigt sich dadurch nicht beirren. Brexit zeigt, hey, auch ich habe Aerials. Sieh mal. Und der Downsmash mit dem Multi-Hit hier. Sehr schön Stage Control geholt. Behält er sie jetzt auch. Er versucht's und da Brexit mit dem Neutral Win. Ne? Behält die Stage Control. Und lässt auch nicht locker. Ist jetzt im Advantage State, vielleicht auch im mentalen Advantage State. Kann sich aber immer sehr schnell ändern in diesem Matchup. Ne? Wenn man gerade denkt, der eine hat sich den Vorteil geholt, dann passiert sowas. Der erste Kill. Der erste Kill des Games. Und vielleicht auch potenzieller Wegweiser für den Rest des Sets. Denn Brexit ist jetzt schon mit einem Game und einem Stock hier vorne. Die Frage ist, lässt sich auch nicht unterkriegen. Das ist nee, definitiv. Jetzt ist nur noch die Frage, reicht das? Reicht das, um dieses Ding über die Bühne zu bringen? Little Thai sagt nein, holt den Stock direkt nach dieser Ansage. Ne? Und das hier ist nicht nur Close Range, was die. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte Brexit einen guten Plan. Definitiv. Um in Führung zu bleiben. Praktisch nur, ob Little Thai diesen Plan durchschauen wird. Ich muss sagen, beide bleiben auf dem nahen Spacing. Und beide denken sich, ich lasse nicht los. Brexit will den Druck nicht rausnehmen, weil Brexit ist in Führung. Er denkt, es hat bis jetzt funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch weiter. Und bis jetzt damit ganz gut gefahren. Er ist jetzt auch im Stocklead. Wobei ein Stocklead in diesem Matchup, meine ich, nicht so viel heißt. Nach zwei Strings ist das wieder anders. Oder nach einem Hardread. Bei beiden Charakteren kann ein Hardread direkt zum Stock führen. Und wir haben vorhin ja gesehen, Little Thai und seine Hardreads, das ist auf jeden Fall etwas, was gut funktionieren kann. Muss man immer mit rechnen, muss man im Hinterkopf behalten, die Leute, die treffen halt auch einfach, wenn es drauf ankommt. Brexit mausert sich hier langsam zum Stocklead, ne? Ist schon im deutlichen Prozentlead, aber genau das meine ich. Genau das meine ich. Er hat sich langsam aber sicher eine Führung aufgebaut, was die Prozente angeht, und dann schlägt Thai zurück und sagt, weißt du was?
Sei 60% in Führung, sei 200% in Führung. Das interessiert mich nicht. Den Typen juckt das einfach nicht. Der kommt und der haut rein. Und da ist der fast der Ausgleich. Fast der Ausgleich. Zumindest der Anschlusstreffer. Ne? Und jetzt Little Ty definitiv wieder voll im Rennen, ja. Und es sieht stark nach Game 5 aus. Es sieht aus, als wäre er ziemlich greedy. Aber ja, verstehe ich aber auch. Schafft er das? Kurz vor dem Sieg, jetzt die Frage, wer behält die Nerven? Kommt Brexit zurück? Holt sich Little Ty das Ding? Und da ist die Side B zum Kill. Wir haben ein Game 5. Super spannend. Beide wir haben ein Game 5. Jeweils zwei Sieger. Das ist unglaublich, was hier gerade abgeht. So, ich würde sagen, wir dürfen uns alle freuen. Ne? Wir haben es. Game 5. Finalstimmung fast schon, kann man sagen. Ne? Das letzte Match. So. Jetzt wird entscheiden. Wird der feurige Prinz gewinnen oder die wunderschöne Prinzessin? So, also hier Kommentar von Twist of Fate, Roy Side B so unwitzig. Ja, hängt von ab für wen, würde ich sagen. Ne? So, Game 5. Fraser will nicht nur keinen Schlaf, Fraser braucht nicht mal Schlaf. Denn das hier hält uns alle wach. Wir stehen hier Kids, an der Kante des Betts. Jetzt ja? Oder nie. Jetzt entscheidet so. Wirklich... Alles einfach. Jetzt kommt's drauf an. Finalstimmung. Go. Nicht ganz Finale, aber Finale dieses Sets. Es ist 2-2. Brexit gegen Little Ty. Little Ty gleich mit den 50% 10 Sekunden hat er einfach schon über 50% gemacht. Das ist krass. Das ist hart. Und nicht vergessen, es ist nicht nur das letzte Game dieses Sets, sondern potenziell auch das letzte Game in diesem Bracket für einen von den beiden. Wer jetzt verliert, der ist draußen. Und wer jetzt gewinnt, der darf weiter träumen. Vom Titelgewinn, vom Turniergewinn, heute bei Brexit Summit Nummer 68. Wir sind eine Nummer davon entfernt, aber das hier ist schon 69 würdig. Ich hätte schon beim nächsten Mal kommen sollen. Das hat sie auch gesagt. Okay, das lasse ich dir. So. Die Vorlage war einfach da. Das war Vorlage verwandelt, ja, aber mit dem Assist von Prinz Banjo. Und da kommt wieder die Side B. Little Ty hat es mit der Side B. Es trifft immer und immer wieder. Er hat schon die letzten zwei Stocks so gezogen. Jetzt zieht er auch noch einen Stock weiter damit ab. Man könnte denken, irgendwann trifft es doch nicht mehr. Falsch. Es trifft. Die Chaos war wirklich nicht mit Absicht. Also nicht von ihm, aber von mir. So. Und Little Ty hält den Druck aufrecht. Denn Little Ty ist hier gerade in Führung. Aber Brexit schlägt direkt zurück. Und obwohl beide immer wieder trotz ihres toll offensiven Spielziels in die Hardreads des anderen manchmal reinlaufen, lässt keiner von beiden locker. Beide denken sich, okay, das ist jetzt mein Spielstil, es hat mich bis zu Game 5 gebracht, ich bleib dabei. Und jetzt ist die Frage, wer holt das Ding? Beide spielen auch einfach so gut. Also beide hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das ist komplett ebenbürtig, das ganze Ding hier. Und bis zur letzten Sekunde ist hier nicht entschieden, wer das Ding holt. Es bleibt spannend. Und da kommt die Kombo mit dem Breakdown ab. Ja. Oh, das geht weiter. Nice Parry. Und oh, die Side B. Fast hat sie gekillt. Es hat nicht gereicht, aber... Und Brexit hier mit der sehr schlauen Recovery hat gewartet, bis Ty selbst recovern muss und sich dann erst zurück an die Ledge begeben. Bei aller Aggressivität, manchmal muss man den kleinen Moment abwarten, wo man sieht, okay, jetzt muss Ruhe einkehren. Aber nur, wenn man es selbst braucht. Der Gegner darf nicht atmen können. 98%, 93%. Das ist komplett even. Das ist komplett even und das bleibt auch komplett even. Fast den Stock geholt. Und das beide Gemüse? Na? Fast wäre es das gewesen. So. Und auch, reicht das für den Gimp? Edge Garden. Es reicht für den Gimp. Es reicht für den Gimp. Brexit hier mit dem Stocklead im letzten Game. Knappe Kiste. Auch ohne Kiste. Nur ich kann dich so männlich anfassen. Also Tuna auch, aber es wird knapp und langsam sieht man, glaube ich, jetzt, da es potenziell alles entscheidend ist, spielen beide ein Stück weit ruhiger. Ich habe das Gefühl, das Spacing ist ein bisschen distanzierter geworden und die Angriffe fliegen nicht mehr ganz so häufig wie davor. Denn jetzt zählt jeder Fehler. Davor kann man sie aufbügeln und aufholen. Jetzt ist das letzte Game. Hier darf man sich keine Fehler mehr leisten. Und Brexit geht in Führung.
Aber wie so oft in diesem Set heißt diese Führung potenziell erstmal nichts. Und Tai hier mit dem hervorragenden Spacing mit dem F-Tilt, ja. Und fast mit dem Edge Guard. Aber er behält die Space Control, ja. Er behält die Stage Control. Brexit versucht sie zurückzumausern. Little Tai lässt nicht locker. Das ist sein Ding an der Ledge. Und es ist potenziell gefährlich, denn jeder Hit von Little Tai bedeutet jetzt potenziell einen Kill. Fast. Sieht doch ganz danach aus, sagen, als würde er jetzt einen Kill holen. Ich würde sagen, der nächste Weak Hit an der Ledge, der killt auch. Die Side B sollte es wieder treiben. Da hat der Multi nicht komplett zu Ende connected. Ganz bitter hier für den Detail. Und da ist die Dash Attack. So, beide Last Stock. Last Set. Brexit immer noch in Führung. Stock. Also es ist wirklich zum Nägel abkauen hier, ja. Brexit mit dem 100% Lead. Aber reicht das auch? Das ist hier die Frage. Und da kommt die Becke. Das ist der Kill. Ein hart, umkämpftes Set. Gespielt, aber definitiv Props an beide. Wunderschön zum Zuschauen. Ein Augenschmaus. Wirklich verdienter Sieg für Brexit. Nicht weniger als ein Augenschmaus. Für alle Zuschauer, für alle Anwesenden und auch für uns als Kommentatoren. Und Fraser hat's.